Im heutigen Video stelle ich euch ein Rezept für einen sehr leckeren veganen Gulasch mit Sojaschnitzel und Gemüse vor. Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Rezeptvideo hier auf diesem Kanal. In meinen Food Diaries gibt es nicht nur einige rohköstliche Inspirationen von mir, sondern auch vegane Kochkostrezepte oder Inspirationen von meinen Jungs. Und da kommen wir mal wieder nachfragen, ob ich nicht einige Rezepte mal hier auf meinem YouTube-Kanal veröffentlichen könnte. Im Winter, am Anfang dieses Jahres, habe ich schon den Linsengulasch veröffentlicht. Der ist auch sehr gut bei euch angekommen. Wer das Video noch nicht gesehen hat, ich verlinke es oben in den Infokarten. Und in einigen Food Diaries gab es noch einen anderen Eintopf zu sehen mit Sojaschnitzel, beziehungsweise wahlweise stelle ich diesen Eintopf, diesen veganen Eintopf auch mit jungen Jackfruchtstücken her. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich diesen Eintopf mit Sojaschnitzel herstelle. Das Rezept ist ursprünglich nicht von mir, das haben wir bei lieben Freunden kennengelernt und mein ältester Sohn Simon, der liebt diesen Eintopf und möchte ihn gerne im Winter regelmäßig essen und ich bereite ihn auch im Winter regelmäßig zu. Am Anfang zeige ich euch, welche Zutaten ich für diesen Eintopf benötige und danach seht ihr wieder die Zubereitung. Los geht's! Das sind die Zutaten für den veganen Gulasch mit Sojaschnitzel. Das sind ca. 900 Gramm Kartoffeln. Dann haben wir hier zwei Spitzpaprika, eine Zucchini, vier kleinere Zwiebeln, zwei größere Knoblauchzehen. Dann haben wir hier Senf und Tomatenmark. Davon nehmen wir jeweils 3 bis 4 Esslöffel. Dann haben wir hier Kokosöl zum Anbraten. Zum Würzen haben wir hier eine vegane Sojasauce, dann 125 Gramm grobe Sojaschnitzel und das hier ist der Gewürzteller. Da haben wir hier ein Lorbeerblatt, dann 2 Teelöffel Paprikapulver edelsüß, 1 Teelöffel getrockneter Majoran. In der Mitte haben wir einen gehäuften Teelöffel Pfann- und Grillgewürz, daneben ein bisschen Salz. Und hier die 2 Gewürze, das ist so circa 1/2 Teelöffel Zimt und 1/4 Teelöffel Nelkenpulver. Als erstes schäle ich Zwiebeln und Knoblauch und würfel beides klein. Die Kartoffeln werden geschält und in kleinere Stücke geschnitten. Nach dem Waschen schneide ich den Spitzpaprika in Ringe und viertel bis halbiere diese. Nach dem Waschen schneide ich die Zucchini in Scheiben und viertel bis halbiere diese, je nach Belieben. Während ich Zwiebeln und Knoblauch fein schneide, erhitze ich das Kokosöl in einem Topf. Zwiebeln und Knoblauch sind fein geschnitten und diese gebe ich jetzt in das heiße Kokosöl und brate alles gut an. Wenn die Zwiebel-Knoblauch-Mischung schön goldgelb angebraten ist, kommen die Sojaschnitzel mit in diese Mischung und werden angebraten. Wichtig dabei ist, dass ihr nicht einfach nur die Tüte aufmacht und diese Sojaschnitzel in den Topf schüttet. Wie man vielleicht hier unten erkennen kann, gibt es auch ganz kleine Sojastücke bzw. fast so eine Art Sojamehl. Wenn ihr jetzt die ganze Tüte in den Topf schüttet und die Sojaschnitzel anbraten wollt, dann kann es sein, dass dieses Mehl, diese ganz, ganz kleinen Stücke einfach zu sehr anbraten. Deswegen wirklich nur die groben Sojaschnitzel in den Topf geben. Die Sojaschnitzel gebe ich jetzt mit hier dazu. Und dann wird das Ganze schön umgerührt und noch ein paar Minuten mit angebraten, bevor die nächsten Zutaten dazu kommen. Jetzt benötigen wir die Sojasauce, den Senf und das Tomatenmark. Ich meine, ich habe am Anfang, als ich die Zutaten vorgestellt habe, gesagt, dass ich ca. 3 bis 4 Esslöffel Senf und 3 bis 4 Esslöffel Tomatenmark verwende. Dann ist mir eingefallen, das mache ich meistens so bei dem Linsengulasch mit Räuchertofu. Bei diesem Gulasch nehme ich ein bisschen mehr Tomatenmark. Also ich werde jetzt abwechselnd Tomatenmark, Senf und Sojasauce mit in den Topf geben und bei etwas höherer Temperatur das Ganze anbraten und immer schön umrühren, damit es nicht anbrennt. Ich werde dafür das ganze Glas Tomatenmark verwenden. Das sind 200 Gramm. Ich werde dann auch noch ein bisschen Wasser in das Glas einfüllen, das Ganze schön ausspülen und mit in den Topf geben und mit anbraten.
Diese Messer haben wir übrigens auch bei uns zu Hause. Die schneiden sehr gut Rohkost oder jegliche Art von Obst und Gemüse. Ich verlinke euch so ein Messer unten in der Infobox. Die Sojaschnitzel sind jetzt soweit angebraten. Jetzt gebe ich noch das Wasser aus dem Tomatenmarkglas dazu. Brate das Ganze noch kurz an und gieße das dann mit Wasser auf. Circa bis zur Hälfte des Topfs. Ich habe jetzt circa 1,5 Liter Wasser in den Topf gefüllt. Jetzt verrühre ich das noch kurz. Dann kommen die Gewürze dazu. Dann lasse ich das Ganze erstmal aufkochen und in der Zwischenzeit werde ich die Kartoffeln und das Gemüse vorbereiten. Die Kartoffeln habe ich halbiert und die Hälften in Scheiben geschnitten. Das Ganze lasse ich jetzt ca. 15 bis 20 Minuten köcheln, sodass die Kartoffeln etwas weicher werden. Meiner Erfahrung nach benötigen Kartoffeln in so einer Soße mit Tomatenmark und Senf länger, als wenn man sie nur in Wasser kocht. In der Zwischenzeit werde ich das Gemüse kleiner schneiden. Die 20 Minuten sind vorbei, die Kartoffeln sind langsam weich gegart und jetzt gebe ich das restliche Gemüse dazu. Die Zucchini habe ich teilweise geviertelt, teilweise halbiert, je nachdem wie groß die Zucchini-Stücke waren. Das Ganze gebe ich jetzt mit hier in den Topf. Der Gulasch kocht jetzt wieder und ab jetzt lasse ich es ca. 10 Minuten köcheln, beziehungsweise so lange, bis Kartoffeln und Gemüse weich sind oder weicher sind. Der Gulasch ist jetzt fertig. Ich habe noch etwas mit Salz, Pfeffer und diesem Grill- und Pfannengewürz abgeschmeckt. Der Gulasch hat jetzt eine würzige, leicht scharfe Note. So kann dann eine Portion veganer Gulasch mit Sojaschnitzel und Gemüse aussehen. So, ich habe jetzt meine Familie, das heißt meine Eltern und meinen ältesten Sohn Simon mit diesem Sojaschnitzel-Gulasch versorgt. Das Lorbeerblatt kann dann übrigens aus dem Eintopf entnommen werden, beziehungsweise wenn ihr den Gulasch noch ein bisschen ziehen lasst, dann könnt ihr das Lorbeerblatt auch darin lassen. Alternativ zu den Sojaschnitzeln könnt ihr auch Jackfruchtfleisch verwenden, also junges Jackfruchtfleisch. Jackfrucht ist eine tropische Frucht, die wird für diesen Fleischersatz grün geerntet und die kann auch für diesen Eintopf als Ersatz verwendet werden. Dafür wird dann der Eintopf ganz normal zubereitet. Man lässt einfach das Sojaschnitzel weg und bereitet den Eintopf erstmal ohne Sojaschnitzel zu. Diese Jackfruchtstücke, die teile ich nochmal in kleinere Stücke und mariniere das so für 1 bis 2 Stunden in Sojasauce und brate das dann extra in einer Pfanne in Kokosöl an und gebe das dann zum Schluss zu diesem Eintopf. Ich habe gerade beim Schneiden dieses Videos bemerkt, dass ich ab und zu diesem Gericht Eintopf oder Gulasch sage. Ich hoffe, ich habe euch damit nicht zu sehr verwirrt. Wenn ich mich so recht erinnere, dann wurde uns dieses Gericht als Gulasch vorgestellt. Ihr habt gesehen, ich habe euch das mit Sojaschnitzel vorgestellt, aber es besteht auch die Möglichkeit, dieses Gericht mit Jackfruchtstücken, also mit jungem Jackfruchtfleisch, zuzubereiten. Wer jetzt für diesen Gulasch weder Sojaschnitzel noch Jackfruchtfleisch verwenden möchte, der könnte es eventuell mit Kichererbsen probieren. Es gibt die Möglichkeit, zum Beispiel die Kichererbsen selber zu kochen, wem der Aufwand zu groß ist. Es gibt ja auch schon Kichererbsen vorgekocht im DM und im Bioladen. Gibt es das zum Beispiel, da kann man den Gulasch ganz normal kochen, wie ich es gezeigt habe, eben ohne Sojaschnitzel und gibt zum Schluss diese Kichererbsen dazu, sozusagen als Eiweißquelle. Oder es besteht auch die Möglichkeit, die Kichererbsen anzukeimen. Das geht ganz einfach und schnell, also 12 Stunden mindestens in Wasser einweichen, am besten über Nacht und dann 2, 3 Tage ankeimen. Und dann kommen die kleinen Keimlinge aus den Kichererbsen und dann könnt ihr diese Sprossen mit in den Eintopf geben, am besten noch ein bisschen ganz kurz mitkochen, wirklich nicht lange, 1 Minute maximal. Bei den Kichererbsen ist es so,
dass die roh nicht in großen Mengen gegessen werden sollen, weil es dann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen kommen könnte. Also das ist jetzt hier nur noch ein alternativer Vorschlag zu den Sojaschnitzeln oder zum Jackfruchtfleisch. Gute keimfähige Kichererbsen in der Verpackungseinheit 1 Kilo gibt es zum Beispiel bei Süß und Clever. Ich setze euch den Link zu diesen Kichererbsen unten in die Infobox. Das war eines der veganen Lieblingsrezepte meines 14-jährigen Sohnes. Ich hoffe, euch hat dieses Rezept gefallen. Hinterlasst mir gern ein Feedback unter diesem Video. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis ganz bald. Eure Silke.